Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Democracy 4, mittlerweile Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Lass mal auf den Kompass gucken, um Gottes Willen. Ich verstehe nicht, dass die Kapitalisten uns nicht mögen. Was aber interessant ist, ist, wenn man sich das... am Anfang war die Verteilung der Wähler relativ ein ziemliches Rechteck. Und mittlerweile sind die ausgefranst, auch in die Richtung, in die wir gehen. Oder sehe ich das falsch? Nee, also ich glaube, du siehst das nicht falsch. Aber ich sehe das jetzt auch das erste Mal. Ja, wir haben da lange nicht mehr drauf geguckt. Spannend. Und wo ich auch drauf? Nee, nicht da drauf. Electioneering. Wir haben sehr, sehr viele Mitglieder und wir haben sehr viele Aktivistinnen. Ja, und unsere Spender sind auch zufrieden. Also da haben wir auch jetzt länger nicht. Das ist gut. Wie ist denn unsere Wahrnehmung? Vertrauenswürdig? Strong Leader, weil wir die Truppen nicht geschickt haben, aber mitfühlend plus 48. Nicht schlecht. Ich finde, eine Demokratie, die mitfühlend ist und politische Entscheiderinnen, die mitfühlend sind, finde ich ziemlich cool. Ja. Ja, okay, nächste Runde. Null Kapital. So. Ja, da haben wir sie. Die Schuldenkrise. Oh, das sind aber krasse Auswirkungen. Minus 20. Das Bruttoinlandsprodukt sinkt um minus 12%. Schulden haben. Ja, es wirkt sich dann halt so aus. Ja, so. Ein Dilemma, Verbot vom Tierversuchen. Ein Vorschlag, jedwede Form von Tierversuchen vorzunehmen, wurde der Regierung bei bestimmten Druckgruppen vorgeschlagen, bei Interessengruppen. Wir haben mittlerweile einige Leute in der Industrie, die Tierversuche unternehmen, aber es ist eine sehr unpopuläre Praxis. Wir können uns entscheiden, es zu verbieten. Oder wir können sagen, nee, wir wollen keine Änderung. Und an der Stelle muss ich jetzt sagen, so an der das hier ist jetzt ein Dilemma, wo ich sagen muss, boah, das ist scheiße. Das ist nicht vom Dilemma her scheiße, sondern an der Stelle muss ich sagen, das ist viel zu ungenau, weil es eine vollkommen falsche Sicht, wie es tatsächlich ist, abbildet. Weswegen werden Tierversuche gemacht? Wegen Gesetzen. Wegen Vorschriften, was wie getestet werden muss. Deswegen werden Tierversuche gemacht. Nicht, weil die Industrie sagt, wir sollten diesen Lippenstift auf jeden Fall einem Kaninchen in die Augen schmieren und gucken, was dabei rauskommt. Ich übertreibe jetzt in der Darstellung, wie es tatsächlich ist. Da kommt die Industrie nicht von sich aus drauf, sondern es gibt Regularien, wenn man es auf die Haut oder in die Nähe von Schleimhäuten aufträgt, dass bestimmte Tests absolviert werden müssen. Und tatsächlich ist die Industrie gar nicht die am meisten testet, sondern, na gut, das ist schwierig zu sagen, weil mittlerweile ist der Teil der Industrie, die Medikamente herstellt, das wird auch immer weniger von der Industrie gemacht, sondern immer mehr kommt hier auch der öffentliche Sektor zum Zug. Das heißt, es gibt immer mehr Forschungsinstitute, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, als auch von der Industrie, die immer mehr
Tierversuche machen, weil der Prozess der Zulassung eines Medikaments oft von Forschung getrieben wird und gar nicht so von der Industrie, weil häufig solche Sachen wie wir brauchen neues Antibiotikum oder wir brauchen neues Medikament dafür, wird nicht von der Industrie vorangetrieben, weil es gibt keine hohen Gewinnmargen. Also wird es von der Forschung gemacht, damit es ein Medikament gibt für etwas, wo die Industrie wenig Gewinn machen kann, aber es trotzdem der Gesellschaft dient. Und das ist der Punkt. Man kann eigentlich Tierversuche grundsätzlich sehr wenig, man kann es nicht verbieten, weil wir schießen uns damit sowas von ins eigene Fleisch. Und es gibt so viel Förderung für Dinge, die versuchen, gerade Tierversuche zu ersetzen, auf sehr clevere Art und Weise, die aber noch in den Kinderschuhen stecken. Und es wird immer mehr Tierversuche zurückgezogen. Und Tierversuche ist auch so ein furchtbares Wort. Das ist auch gar nicht der richtige Begriff. Aber ich habe jetzt schon viel zu lange geredet und ich möchte keinen Monolog halten. Aber das ist, hier sind sehr, sehr viele Sachen im Argen. Also, wie es schon losgeht, geht in die falsche Richtung, weil längst nicht nur die Industrie testet. Ja, also es ist wieder ein komplexeres Problem, als man mit einem Schwarz- oder Weiß-Hinweis irgendwie eingrenzen könnte. Und ja, und Horsti sagt auch noch im Chat, entschuldige, Testung von Kosmetika an Tieren ist doch schon in der EU verboten. Genau, das stimmt. Das ist ja gut, eh schon verboten. Ja gut, aber dann passiert es in einem anderen Land und den Lippenstift von welchem großen internationalen Marke auch immer, habe ich ja dann trotzdem im Zweifelsfall im Schrank stehen. Also ob der nur in der Europa getestet worden ist oder in der Europäischen Union oder irgendeinem anderen Land, ist an der Stelle leider Gottes irrelevant, glaube ich. Wir können zumindest guten Gewissens sagen, nicht hier, aber er wird ja trotzdem getestet im Zweifelsfall. Ja. Ich glaube, dass hier die Macht der KonsumentInnen nochmal eine Rolle spielt, zumindest in diesem Bereich der Kosmetik, wo ja schon seit Jahren es eigentlich den Trend, genau, wo es den Trend dafür gibt, dass man solche Dinge dann einfach nicht kauft. Ja. Horsti guckt auch gerade nochmal, vielen, vielen Dank, weil die Frage steht, darf das dann auch nicht verkauft werden oder darf es trotzdem verkauft werden? Also ist es eine Entscheidung von mir als KonsumentIn, dass ich sage, mein Lippenstift ist nicht an Tieren getestet oder darf der grundsätzlich nicht verkauft werden. Aber so oder so geht es um Menschen. Also Tierversuche gibt es, damit wir nicht an Menschen experimentieren müssen. Ja, oder? Und da gibt es gerade, und das ist auch ein Problem tatsächlich, und da gibt es gerade Bestrebungen, und das finde ich großartig, das weiß kaum jemand, deswegen erzähle ich es mal kurz. Es gibt zum Beispiel Hochpräzisionslungenschnitte von Menschen, an denen man anfängt, erste Experimente zu machen. Dafür werden die ersten Tests etabliert, weil ganz, ganz viele Menschen, die sich in Behandlung geben und in irgendeiner Form einen Krebs haben in der Lunge, denen wird ein Lungenlappen entnommen. Also sehr viel Gewebe aus der Lunge, damit man sicher ist, dass der Krebs weg ist. Im Nachgang kann man dann untersuchen, welches Gewebe enthält Krebs und welches ist gesund. Und wenn die Patienten zustimmen, kann dieses gesunde Gewebe gespendet werden und es kann darin, und das ist halt mehr als eine Zellkultur. Zellkultur sind nur Zellen, die aufwachsen und die bilden kein natürliches Gewebe. Hier hätte man tatsächlich natürliches Gewebe und das kann man kann tatsächlich daran Experimente machen, wo man dann auch sieht, da sind Alveolen, da sind Blutgefäße und das Gewebe kommt mit dem kompletten Immunsystem. Das heißt, einiges, was man an Experimenten sonst in Tieren gemacht hat, kann man an diesem Abfallprodukt aus der Krebsbehandlung tatsächlich testen. Und in ganz vielen Bereichen sind solche Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren angeschoben worden. Häufig ist es bei denen das Problem, es gibt kaum Mittel dafür, weil die Gesetzgeber das nicht als Testung anerkennen
Und das dann bei der Medikamentzulassung sowas heißt so, ja, es ist schön, dass ihr das an diesem Gewebe getestet habt, das von einem Menschen stammt und dass die Ergebnisse toll sind. Wir wollen das aber an 400 Mäusen haben, weil das steht so im Gesetz. Das ist ja, auch genau, eine vereinfachte Form, aber es gibt Bestrebungen in dieser Richtung. Deswegen würde ich sagen, um auf dieses Dilemma zurückzukommen, wäre meine Argumentation zu sagen, ich weiß, dass in der Wissenschaft Bestrebungen da sind, Tierversuche auf das generell das Nötigste wird eh nur gemacht, aber auch Technologien zu entwickeln, um die Tierversuche runterzufahren. Und deswegen würde ich keine Änderungen hier anklicken, weil ich sicher bin, dass die Wissenschaft andere Methoden produzieren will und produzieren wird. Wir werden nicht dahin kommen, dass ich glaube nicht, dass wir dahin kommen werden, dass Medikamentenentwicklung jemals auf Tiere verzichten kann, nicht in den nächsten 100 Jahren. Und das würde ich nie verbieten wollen. Ich bin ganz bei dir. Horstie hat geschrieben, Tiere für kosmetische Fertigerzeugnisse und für Bestandteile von Kosmetikern sind in der EU seit 2004 bzw. 2009 verboten. Seit 2009 ist es auch verboten, in der EU Kosmetika zu vermarkten, die an Tieren getestet wurden. Vermarktungsverbot. Wobei für die komplexesten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, zum Beispiel krebserregende Wirkungen, die Frist für das Vermarktungsverbot bis 2013 verlängert wurde. Krass, okay. Also ist es nicht nur nicht testen, sondern auch nicht vermarkten hier in Europa. Ja, das ist cool. Also dieses Dilemma ist doof. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, ich würde drauf auf das No Change klicken, weil ich das für richtig halte. Jetzt, wenn da oben aber steht, es soll in der Industrie verboten werden, dann, wenn wir auf Verbieten klicken und hier oben nur Industrie erwähnt ist, folgen wir im Prinzip der EU. Also ich würde sagen, so wie das Dilemma formuliert ist, müsste ich auf Ban It klicken, weil ich möchte diesem EU-Verbot, was uns Horstie gerade rausgesucht hat, Dankeschön, quasi folgen und es verbieten. Zumal es auch um Produkte geht. Also hier steht, ja. Ich habe mir das jetzt auch nochmal in Ruhe durchgelesen, to test any products on animals. Also es geht nicht um die medizinische Frage. Ja. Insofern haben wir da jetzt zwar gerade 10 Minuten drüber geredet und müssen dennoch jetzt was anderes anklicken. Ja, aber es ist schön, ich fühle mich erleichtert, das mal gesagt zu haben. Das finde ich total gut. Und ich finde es auch immer wieder schön, diese Argumentation, also wenn du solche Sachen argumentierst, die dir sehr wichtig sind, weil ich auch immer ganz viele Dinge neu dazulerne. Das freut mich. Also, das wird jetzt verboten. Ja. GDP minus 2%, puh. Unemployment plus 1. Okay. Ja, Debt Crisis hatten wir gerade schon, ja. Pleite sind. So, jetzt haben wir wieder neue Nachrichten und es geht um die aktive Sterbehilfe. Die haben wir im Moment. Organspende. Ach, das ist was Positives. Es gibt auch mal gute Nachrichten. Das ist total schön. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass hier jemand wieder meckert. Aber ja, Hertha Bergmann wurde interviewt und sagt, ich verdanke das Leben meines Ehemanns der neuen Politik bezüglich der Organspende. Ja, und das ist ja toll. Wie schön. Unser Defizit ist gestiegen. Alter Vater. Die Weltwirtschaft steigt. Ja, nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist hoch. Gig Economy geht zurück. Die Schuldenkrise. Wie geht's der? Die sinkt langsam, aber stetig. Tja. Naja, ich glaube, solange wir jede Runde so einen 100 Milliarden Minus machen, kommen wir halt aus dieser Krise auch nicht raus. Ja. Nun wäre die Frage, ob wir versuchen, noch irgendwo Einnahmequellen zu generieren, was aber dazu führen kann, dass vielleicht jetzt, keine Ahnung, die mittleren Einkommen,
die uns sowieso schon nicht mehr so, gar nicht mehr wirklich mögen, dass wir die noch mehr schröpfen oder ob wir gucken, dass wir bei den Steuern nochmal nachregulieren, vielleicht die ein oder andere Steuer anheben, dafür andere Sachen erleichtern, um irgendwie so ein bisschen wieder Luft zu bekommen. Wieder eine Physikforderung von Edelhack, der hat Kanalpunkte ausgegeben. Kanalpunkte kriegt man, wenn man hier zuguckt, die kosten nichts. Wenn man zuguckt, kriegt man Kanalpunkte, die kann man ausgeben für solche lustigen Dinge wie Physik. Und dann erzähle ich kurz was über Physik. Was ich mir überlegt habe jetzt, ich mache das Experiment nicht nochmal, in der Hoffnung, dass es nochmal funktioniert. Das ist doch langweilig. Ich erzähle was Neues, nämlich wo wir jetzt gerade schon die Energie hatten heute, will ich auch direkt über eine andere Größe reden, den Impuls bzw. den Impulserhaltungssatz. Impuls ist eine tolle Größe, nämlich M mal V, also Masse mal Geschwindigkeit, ist in der Physik definiert als der Impuls. Damit kann man solche Sachen verstehen, wie wenn Billardkugeln miteinander stoßen. Das ist aber fast ein sehr, sehr langweiliges Beispiel, weil da geht es echt nur um Einfallswinkel, Ausfallswinkel und so weiter und so fort, weil Billardkugeln alle dieselbe Masse haben. Wenn wir jetzt eine Billardkugel haben, die doppelt so schwer ist oder Tischtennisball auf Fußball beispielsweise, solche Sachen, ja, wie der Übertrag funktioniert. Da gibt es auch ein tolles Experiment, was ich jetzt hier nicht gerade machen kann, nämlich wenn man ein kleines Objekt, ein leichtes Objekt, zum Beispiel einen Tischtennisball, auf einen Fußball balanciert und beide fallen lässt, dann im besten Fall bleibt der Tischtennisball oben auf dem Fußball liegen und wenn der Fußball auf den Boden aufprallt, verformt er sich und geht nach unten und überträgt dann seinen Impuls nach oben und der Tischtennisball fliegt meterweit hoch. Selbst wenn man ihn aus einem Meter fallen lässt, kann das mehrere Meter nach oben katapultieren. Also ist super dafür und der Impuls ist halt tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Größe. Nicht nur, weil in dem Impuls auch Energie drinsteckt und da brauchen wir ein bisschen Oberstufenmatte. Wenn man die Energie ableitet, dann kriegt man einen Impuls, beziehungsweise wenn man das integriert, wenn man den Impuls integriert, bekommt man die Energie von einem Objekt. Also M mal V ist der Impuls, ein halb MV Quadrat ist die Energie. Und die hängen zusammen, wenn man das Integral bildet über den Impuls, bekommt man die Energie. Aber was auch wichtig ist, Impuls ist eine Erhaltungsgröße. Also es gibt den Impulserhaltungssatz. Das heißt, der Impuls von einem System ist immer erhalten. Deswegen funktioniert das mit dem Billardspielen halt auch so. Wenn die Kugel stößt, dann wird der Impuls elastisch übertragen an die nächste Kugel und die geht dann weiter. Warum die Kugel langsamer wird, ist durch die Reibung bedingt. Der Tisch wird halt warm, da wo es an der Stelle rollt. Ne? Das ist halt Reibung, deswegen geht Energie in schlechter nutzbare Energie für die Kugeln über. Aber der Impuls ist erhalten und tatsächlich diese abstrakte, also dieses Konzept Impuls, warum der Impuls erhalten ist, geht wieder auf Emmy Noether zurück, die das Noether-Theorem etabliert hat, dass man aus Symmetrien Erhaltungsgrößen ableiten kann. Und was total spannend ist, was halt auch irgendwie, es hat mich als Student, das war so ein Mindblowing-Effekt. Warum der Impuls erhalten ist, lässt sich daraus, ist eine unmittelbare Folge aus der Homogenität des Raums. Das heißt, wenn ich hier auf der Erde bin, ist ein Meter immer noch, ist der Raum gleich beschaffen wie in einem ähnlichen Schwerefeld woanders auf einem Planeten. Also man muss die Gravitation ändert den Raum, aber der Raum an sich ist homogen. Das heißt, wenn man dasselbe Schwerefeld irgendwo hat oder wenn man außerhalb von einem Gravitationsfeld sich befindet und dort Dinge tut, dann erhält man dasselbe Ergebnis, weil der Raum homogen ist. Also der Impulserhaltungssatz lässt sich direkt folgern aus der Homogenität des Raumes. Ist total spannend, Impulserhaltungssatz. Der Artikel auf Wikipedia ist auch cool. Auf jeden Fall gibt es dort ein paar Sachen, wo man weiterlesen kann. Der ist jetzt nicht so super, der geht auf die grundlegenden Dinge
und so weiter ein. Aber es steckt total viel in diesem Begriff des Impulses. Und deswegen rechnen Physiker auch total gerne mit dem Impuls und gar nicht so mit der Geschwindigkeit, weil die Masse von einem Objekt dort auch mit drin steckt. Das war's für diese Physik. Vor der Pause haben wir gesagt, wir müssen Einnahmequellen finden. Und Romy, du hast schon einen Plan, hast du angedeutet, bevor wir in die Pause, also als wir schon drin waren und als wir off waren. Plan? Ja, Plan wäre jetzt zu viel gesagt, ehrlich gesagt. Also es ist, wäre jetzt eher so ein Trial and Error. Ja. Weil ich nicht weiß, ob es funktioniert und ich auch nicht weiß, ob es Sinn ergibt. Mhm. Ich habe überlegt, ob wir die Einkommenssteuer ein Stück senken und dafür bei anderen Steuern, die ist momentan relativ hoch. Mhm. Also 44% ist halt schon krass viel. Und das schlägt sich insbesondere bei den mittleren Einkommen nieder, die wiederum aber auch diejenigen wären, die in Luxusgüter oder in welchen Bereichen auch immer Geld ausgeben würden. Das können sie aber momentan nicht machen, weil sie relativ viele Steuern abgeben. Mein Vorschlag wäre, die Einkommenssteuer ein Stück zu reduzieren und dafür dann beispielsweise bei den Unternehmenssteuern nochmal nach, bei diesen Konzernsteuern nochmal nachzugucken, bei diesen Finanztransaktionssteuern und so. Also alles, was so bestimmte Gruppen, die wir momentan gar nicht wirklich erreichen mit unserer Steuergesetzgebung, dass wir an die kommen und dafür aber insbesondere hier die mittleren Einkommen entlasten. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Finde ich gut, aber ich würde dann zunächst mal, bevor wir hier irgendetwas senken, was nicht viel politisches Kapital kostet, nämlich nur 2, würde ich halt gucken, ich würde jetzt mal die 20 von dieser Runde erstmal nehmen und quasi gucken, wo können wir was erhöhen und dann schauen wir, wie viel wir die Einkommensteuer senken. Ich würde das dann tatsächlich so, dass wir ein Nullsummenspiel, also hier was erhöhen, da was runternehmen, dass wir quasi jetzt so eine Verschiebung machen und darauf achten, dass wir nicht noch mehr Ausgaben haben. Weil wenn wir hier ein bisschen senken, ne, ist es halt gleich 10 Milliarden um 4 Prozentpunkte. Da würde ich sagen, wir gucken bei den Sachen und ich versuche mal mitzuschreiben, zu gucken, wie viel Mehreinnahmen wir kriegen. Und um dieses kleine Stück reduzieren wir dann die Einkommensteuer. Peu à peu, von Runde zu Runde. Genau, wenn wir das Step by Step machen, können wir das gerne machen, weil ich glaube, dass es ansonsten so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung wird. Ja. Weil wir können sozusagen die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nicht komplett mit einbeziehen, weil wir ja hier nur Ein- und Ausgaben haben. Aber die Steuerentlastung müsste sich in anderen Bereichen auswirken. Ja. Unter anderem im Konsum. Und so. Ja, dann würde ich jetzt als erstes vorschlagen, wir ziehen die Tabaksteuer nochmal hoch, und zwar an diese Grenze. Und das sind dann, naja, nur 300 Millionen. 300 Millionen, aber das kostet uns nur 8. Und es hat einen Einfluss auf den Tabakkonsum. Macht jetzt wirklich nicht viel. Da hätte ich jetzt sogar gesagt, wir könnten 16 investieren, um ihn ganz hoch zu setzen. Das sind nicht viele Mehreinnahmen. Und die würde ich, weil sie auch helfen bei der respiratorischen Erkrankungsproblematik. Ja, und die wollen wir loswerden. Hm? Das heißt, da würde ich mitgehen. Das würde ich dann auch gar nicht mal kompensieren, sondern das würde ich auf der Habenseite nehmen. Aber dann machen wir das erstmal so hoch und gucken mal, was wir noch haben. Weil jetzt gebe ich schon 16 aus, das heißt, wir haben nur noch 4 über, aber wir finden vielleicht noch was bei den Steuern. Das machen wir immer. Ich würde widersprechen. Ich glaube, wir haben die Einkommenssteuern noch so in der Form nicht angepasst. Okay. Ich glaube, wir haben uns immer so ein bisschen um diese Steuern gedrückt, hatte ich den Eindruck. Also ich habe mich zumindest davor so ein bisschen gedrückt. Okay, ja, also ich meine, wir haben jetzt vielleicht ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel wir
800, ja. Also die Einkommensteuer um 800 zu senken ist halt so. Ja, nee, dann lass uns mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Genau, das meinte ich nämlich, weil das ist zwar eine Sache, die eins unserer Probleme löst, deswegen würde ich diese Entscheidung jetzt treffen, aber die noch nicht hier drauf. Aber ich bin trotzdem immer noch dabei zu sagen, wir suchen jetzt etwas, was wir dann mit der Einkommensteuer kompensieren, aber das wäre jetzt eine Ausnahme gewesen, weil sie auch dieses Problem mit anfasst. Und jetzt gucken wir quasi schon mal für nächste Runde. Hier haben wir zum Beispiel den Charity Tax Relief. Sind nur 200 Milliarden, Millionen. Ehrlich gesagt, und nicht ihr Geld in Charities geben, bei denen sie entscheiden, was mit dem Geld passiert. Ja. Da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen eigen schon wieder. Nein, es ist total okay, aber ich finde den Betrag jetzt... Lass uns mal bei den neuen Steuern gucken, ob wir da noch was machen können. Vielleicht jetzt nicht in der Runde, aber... Achso, bei den neuen Steuern, alles klar. Also, die Cryptocurrency-Tax, maximal 800 Millionen. Zusammen mit der beim Tabak haben wir schon 1,6 Milliarden. Ja, im Verhältnis zu setzen zum politischen Kapital. Also, ich schreibe das mal auf, Bitcoin... mache ich mal 18 über 880 maximal, weil die Finanztransaktionssteuer haben wir Fintra, haben wir 22 politisches Kapital und einen Maximalwert, wir müssen ja nicht auf maximal gehen, aber das nehme ich jetzt mal von 3870 Millionen. Das heißt, da kriegen wir mehr Einnahme für das politische Kapital, was wir reinstecken. Wobei ich sagen würde, ich versuche das halt mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Da wäre die Finanztransaktionssteuer momentan die lukrativere Variante. Genau, das hier ist Flat Income Tax, das ist alles gleich machen. Nee, das hilft uns ja nicht. Nee. Wir hätten eine Universitätsabschlusssteuer. Bis zu 11 Milliarden. Puh. Die Frage, also kann man machen, da müssten wir jetzt nur wissen, wie es ausgestaltet ist. Die Idee dahinter ist ja, dass der Staat die Ausbildung komplett finanziert hat und die Leute dann sozusagen über diese Abschlusssteuer was zurückgeben. Andere Perspektive wäre zu sagen, aber diejenigen, die ein Studium genossen haben, verdienen potenziell mehr als andere. Deswegen zahlen die sowieso schon mehr Steuern. Also gibt es einfach unterschiedliche Perspektiven drauf. Ja. Insofern bin ich nicht so richtig ein Fan davon, auch wenn sie uns wirklich viel Geld bringt. Mhm. Ja, ich auch nicht. Also, so dann Health Tax Credits ist im Prinzip, wenn du Geld für wenn du Geld für private Gesundheitsversorgung ausgibst, dass du dafür Steuererleichterungen bekommst. Das gibt uns keine Einnahmen, sondern sind nur Ausgaben. Danach gucken wir gerade nicht. Die Luxussteuer ist verschwindend gering, was wir an Einnahmen bekommen. 250 Millionen bei Maximum. Dann die Hypothekensteuererleichterung ist auch nur Ausgabe für uns. Ja, Vermögenssteuer. Das heißt, wenn du sehr viel Vermögen hast, kriegst du nochmal eine extra Steuer. Ist im Prinzip ja eine Vermögenssteuer, ne? Genau. Das ist die Vermögenssteuer. Da hätten wir 22 über maximal 4.800. Das wäre sogar noch ein Stück mehr als die Finanztransaktionssteuer. Und School Tax Credit sind Steuererleichterungen, wenn du Geld für eine private Schulbildung ausgibst.
Jetzt hätten wir 4 potenzielle Steuern. Und was ist dein Favorit? Vermögenssteuer. Alleine von den Zahlen her. Und was auch noch nett dabei ist, ist, dass die mittleren Einkommen davon nicht betroffen sind, so wie es hier gemodelt ist. Im Gegensatz zur... Ah ne, Finanztransaktionssteuer sind auch nur die High Earnings betroffen. Da geht es ja tatsächlich um... nicht um das Vermögen, was man hat, sondern um das Geld, was von A nach B fließt. Also die Finanztransaktion. Ja. Also die Vermögenssteuer fände ich auch deswegen besser, weil sie keinen Einfluss auf das, also keinen direkten Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt hat. Ich würde gerne wissen, wie man die ausgestalten kann, bevor ich ja sage. insofern für mich wäre gerade die Finanztransaktionssteuer so ein bisschen die sicherere Bank. Ja. Aber ich kann nachvollziehen, woher der Gedanke der Vermögenssteuer kommt. Insofern. Also ich wäre eher für die Finanztransaktionssteuer, kann aber mit der Argumentation für die Vermögenssteuer irgendwie auch leben. Jetzt gebe ich dir noch, ich möchte auf mein Argument noch was draufsetzen. Ich bin auch eher für die Vermögenssteuer, weil wir haben auch schon Steuererleichterungen eingeführt für diejenigen, die ihr Kapital in Unternehmen investieren. Das heißt, wir bestrafen hier nur die, die lieber ihr Geld anhäufen, anstatt es zurück in unsere Wirtschaft zu stecken. Wir haben auch Anreize gesetzt, dass Geld wieder reinvestiert wird in unser Wirtschaftssystem. Und deswegen fände ich die hier sogar tatsächlich ganz gut, weil es dann nur die bestraft, die nicht reinvestieren wollen. Aber ich bin auch okay mit der Finanztransaktionssteuer. Aber du hast nicht, du hast nach meinem Favoriten gefragt. Genau, ich wollte auch genau das wissen, was dein Favorit ist. Ilhak merkt gerade an, dass Steuern keine Strafe sind, das stimmt. Ganz im Gegenteil. Ja. Das ist eine der ganz wenigen Pflichten, die man hat als Bürger eines Staates. Und insofern glaube ich auch, dass wichtig ist, dass alle einen Teil beitragen, damit das System funktioniert. Ich glaube, dass es wichtig ist, Löcher zu stopfen, damit Leute nicht in die Steuervermeidung gehen. Bei der Finanztransaktionssteuer würden wir, glaube ich, mehr Leute als nur unsere eigenen Staatsbürger bekommen. Ah ja, okay. Weil es ja um alle Transaktionen geht und nicht nur um das, was die Leute haben, die bei uns im Land wohnen. Ich weiß nicht, inwieweit die Vermögenssteuer möglicherweise dazu führen könnte, dass Leute anfangen, ihr Geld im Ausland zu parken. Was dann für uns echt richtig schlecht wäre. Das ist mal so, die Debatte um die Vermögenssteuer gibt es, glaube ich, politisch nicht umsonst seit vielen Jahren. Ja. Und Edelhardt sagt beides. Kann mit beidem sogar leben. Ich könnte auch mit beidem leben. Die Frage ist, was führen wir jetzt zuerst ein? Ich fände auch deine Argumentation mit, wir könnten mit der Finanztransaktionssteuer erstmal auch Dinge machen, die von außen kommen und abgreifen, finde ich auch durchaus einen verlockenden Gedanken. Also ich bin dem nicht, auch überhaupt nicht abgeneigt. Okay, dann wäre der Vorschlag, den ich jetzt unterbreite, dass wir beides einführen, und zwar zunächst die Finanztransaktionssteuer und dann die Vermögenssteuer, und dann gucken wir aber mal, auf welchem Level. Ja, alles klar. Das heißt, wir machen jetzt nächste Runde und führen dann die Finanztransaktionssteuer ein, und dann haben wir immer noch politisches Kapital, um diese Einnahme in die Einkommensteuer zurückzugeben. Gut.
Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.